Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part haben wir uns ein weiteres Mal mit Miriam Scuttlebutt unterhalten und jetzt wollen wir dann auch noch mit Robin und auch Hugh sprechen, die wir aber erstmal irgendwo finden müssen. Stimmt, den Artroom haben wir uns auch noch gar nicht angeschaut. Das ist sogar jetzt ein neuer Ort. Das hat erstmal Priorität, finde ich. Machen wir erstmal das, weil wir haben uns, das stimmt, wir haben uns den eigentlichen Tatort noch nie angeschaut. Dafür wird's mal Zeit, würde ich sagen. Okay. Well, here it is. The art room where the grisly crime occurred. Let's start looking. Stop right there. This is an active crime scene. No unauthorized personnel allowed. What? Can't you make an exception? You won't even notice we are... Freeze! I don't think so! No exceptions. Now move along. Nothing to see here. Oh, he doesn't seem very accommodating this time. Let's try again later. Okay. Müssen wir ja später machen. Na gut, dann gehe ich mal zum Hallway. Da haben wir nichts gefunden, als wir im letzten oder vorletzten Part schon mal hier waren. Aber jetzt anscheinend schon. Also ich denke mal Hugh oder Robin. Einer von beiden ist hier. Hey, that's you over there. Hallöchen. Hugh, he wanted a word with you, if you don't mind. If it was Mr. Wright, then sure. But you two, meh. I knew it. There's a hint of discord in Hugh's voice. You're not getting off that easy. After all, you're a possible suspect, plus you actually confessed in court. Whatever. So, what do you want from me? But make it brief. I don't have a lot of time. And I assume I don't either. Okay. So, dann reden wir darüber, warum du ein Geständnis abgelegt hast. About your confession today. You weren't serious about that, were you? Let's just say I had no choice, thanks to a certain lawyer who failed to get the job done. So, you're really prepared to take the blame for this? Not gonna happen. The voice on the tape is female, so that rules me out. Let's put it this way, you don't actually believe that ridiculous play on words, do you? Well, my confession is just like that, a means to an end. Or as we say around here... the end justifies the means. But I actually do believe the voice is shouting Hugh O'Connor. Juniper's confession was quite advantageous for the real killer. But if Robin or I were actually the killer, we wouldn't have confessed. It's that simple. Even you should be capable of such reasoning. Or have I overestimated you? You'll make a great lawyer someday. I mean, you seem to enjoy getting under people's skin. Das stimmt schon, ja. Could Hugh and Robin's confessions really prove their innocence instead of their guilt? This is going to take some serious thinking on my part. Okay, ich finde das eh auch interessant irgendwie, weil er hat ja, sein Professor ist ja Means. Und das hat er ja auch gerade erwähnt wieder, der Zweck heiligt alle Mittel. Aber trotzdem hat ja er gemeinsam mit Robin und Juni vor, dass sie das ganze Rechtssystem überarbeiten, wie es gerade ist, und dass sie faire Verhandlungen führen. Also trotz diesem beschissenen Professor und trotz dieser Devise an der ganzen Schule, es ist dennoch so, dass er da faire Verhandlungen führen will. Das finde ich cool. Also er ist ein bisschen ein Arsch irgendwie natürlich, aber er ist, ich weiß nicht, ich finde ihn und Robin und Juni alle ein bisschen komisch, aber trotzdem auf ihre Art halbwegs sympathisch wenigstens. Aber ja, Relation to Blackwell. Hat er irgendwas mit Blackwell zu tun oder wie? It sure looked like Prosecutor Blackwell was twisting your arm to testify earlier today. Is there some sort of secret he's using against you? I have no intention of saying anything more. Now if you'll excuse me. Stimmt, da hat er irgendwas gesagt, ja. Hold. I am not through with you yet. It seems the rogue prosecutor has it out for me. Leave. And we just might discuss, you know what. No, wait. One little statement and Mr. Cool loses it? What's that all about? I changed my mind. I'll stay and testify. You really are a rank amateur. Even if that were true, you think I'd open up to you? So, he's not denying it. That secret might be causing the discord in his voice. Then again, we have the same problem with Juni and Robin. You're just wasting your time and mine. Next question. So, Courts Planner. Genau, warum standest du im Kalender von Court? About that meeting with Professor Court on the 23rd, why did she want to see you? I have no intention of telling you. You'll have to force it out of me any way you can.
Ah, Professor Mean strikes again. Then again, Hugh is in the lawyer course. But didn't Professor Court used to say that the only good result is the truth? So why don't you drop this whole charade and just tell me the truth? The truth? How can you be so sure it will help you solve this case? The truth isn't necessarily your friend, not Junipus for that matter. No, you're wrong! I don't care what anyone says, I'm going to defend Juni the right way, using the truth, sehe ich auch so. That's the only way to honor Junis wishes and Professor Quartz's memory. I see. Very well, Miss Sykes. I'll testify tomorrow about the truth you're so interested in. Phew. But... Don't look to me if something happens to Juniper because of it. Understand? What's that supposed to mean? What a terrible thing to say. I thought you guys were friends. Yes, we were. Until just recently, actually. Were? I already told Juniper, so I might as well tell you. I don't really care about her anymore. What? Why? Er war sogar in sie verliebt. Just as I have my secrets, she has a side you've never seen. Juniper's not all sunshine and rainbows like you think she is. What are you saying? This conversation is over. I said I don't have a lot of time and I mean it. Meant it. Hugh, wait! He's gone. He doesn't care about her anymore? Why would he say that? That didn't go so well. I guess we just have to pin our hopes on his testimony tomorrow. Athena, what do you say we head over to the art room? Might be a nice change of pace. Hopefully the police have completed their investigation. Alright, we don't really have much time left anyway. Okay. Das ist ganz schwierig, Hugh einzuschätzen irgendwie. Und der hat ja gleich mehrere Geheimnisse anscheinend. Mit Juni und mit Cord, mit allen irgendwie. also keine Ahnung, was mit dem noch abgeht. Why, if it isn't my little lawyer friends again. Thanks again for lowering that school banner for us earlier. Don't mention it. Helping those in need is what my brand of justice is all about. Right, so this art room was where the murder actually occurred. That's right. You can't see it with the naked eye, but there's blood on the floor. That area roped off in the middle of the room marks the spots. The police investigation is done, so if you want to look around, knock yourselves out. Yay, danke. Ja, wir gehen auch mal mit dir erstmal, bevor ich mich umgucke. Über die Ermittlungen hier im art room, wie läuft's denn? Find anything new, Detective Fulbright? Good question. Unfortunately, the answer is nothing much yet. He sure is confident for having found nothing. But if you're talking outside of the art room, there has been a major breakthrough. Oh dear, unless I find out what it is, I don't know what I shall do. No need for the theatrics. I was told I could fill you in on this one. Oh, erzähl's uns. Wow, you saw right through me, Detective. I'm impressed. Looking to get arrested for murder via unwarranted flattery, are we? Okay, the breakthrough. Sie haben irgendwas mega heftiges rausgefunden. So, what's the major breakthrough you mentioned? You want to know? You really want to know? You really, really? Come on, just tell us already. Oh, you're no fun. Anywho, we got the results of the voice print analysis back. Ah, okay. Voice print? You mean for this tape recorder? Exactly. The voice belongs to the suspect, Miss Woods, beyond a shadow of a doubt. Oh, so schlecht. See right here. They analyzed the voice on the tape inside and out. Okay. Voice print analysis. The results of the voice analysis performed on the top tape recording. Okay. Die Analyse ist jetzt da von dem Tape. Und das ist Juni anscheinend. Issue. Does the voice shouting "You are gonna" belong to Juniper Woods? Result. The voice is a perfect match. Note 1. Testing is underway regarding signs of post-recording editing. Okay, und Note 2. The tape has about 10 Minuten und 35 Sekunden of noise requiring further testing. Oh Gott. Okay, also das ist definitiv die Stimme von Juniper, die da "You are gonna" oder "Hugh O'Connor" sagt. Was auch immer. Das ist definitiv so. Aber es wird gerade noch getestet, ob das Tape, ob die Stimme im Nachhinein irgendwie bearbeitet wurde. Ob das halt reingeschnitten wurde, dass das Juni sagt, oder ob da irgendwas anderes bearbeitet wurde an der Stimme. Und
Es wird auch noch untersucht, dass es auf dem Tape auch 10 Minuten und 35 Sekunden lang irgendwelche anderen komischen Geräusche gibt, die man aber nicht zuordnen kann, was das sein soll. Und das wird auch noch gerade analysiert, was es damit auf sich hat. Das ist ziemlich lang. Über 10 Minuten. Da kann einiges passieren währenddessen. Okay. And you thought the voice on the tape was saying Hugh O'Connor. Thanks for the good laugh, Miss Sykes. Ah, he's the last person I want laughing at me. So, now there's evidence of Juniper shouting, you're a goner, around the time of death. If we were to take this as truth, how are we supposed to make sense of it? I don't know. I can't think of any reason why Juni would shout dead in the first place. Okay. So, wir können noch ein bisschen uns hier umgucken im Atem. Es gibt hier sehr viel anzugucken. Sehr viele verschiedene Kunstsachen. Ah, das habe ich, genau, mir kam das irgendwie schon ein bisschen bekannt vor, dieser Elefant hier. Ich konnte es aber nicht genau zuordnen. Aber das ist Phony Fanti, glaube ich, ne? Oder? Aber ich schaue mir das gleich mal schnell an. Das ist schon wieder Ewigkeiten her irgendwie mit Phony Fanti. Hey, look, that's you on this mobile, Apollo. A red demon. A red demon? Looks more like a snake curled around a brush to me. No, no, see the antennas and the yellow spots on its back? Anyone can see it's a ladybug. Ist es nicht Phony Fanti so ein bisschen? Hat doch Ähnlichkeiten damit, oder? I guess we'll have to agree to disagree. Fine, we can investigate this further at a later date. Agreed. Okay, let's do that. You okay with that, Athena? I really regret bringing this up. Also, sieht nicht genauso aus, aber das war doch auch so ein rotes Elefantenviech, oder? Das ist ja schon wieder, wie gesagt, Ewigkeiten her mit Phony Fanti. Aber hatte der nicht sogar auch einen Pinsel im Rüssel? Nee, irgendwas anderes war das, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Aber ja, sie hat mich dran erinnert, auch wenn es vielleicht nicht sein soll. Egal. Some wire in the winch. So this is how they reel the banners in and out. Genau. There's a nice view of the stage from here. Prosecutor Gavin is still standing in front of the broken statue. So it really wasn't you, Apollo. Don't worry, you can tell me. I won't tell anyone. I'll never clear my name unless we catch the real culprit. Okay. Da stand mal irgendwas. Auf dem Tisch. Boah, es gibt voll viel Zeug hier zu erkunden. Also das meiste davon ist unwichtig, aber gibt bestimmt auch ein paar Wichtiges hier. Die Uhr übrigens ist dann auch noch wichtig, müssen wir uns auch noch angucken. There's a paint palette here. No surprise there, considering this is the art room. Looks like someone mixed yellow and red to make orange. I prefer yellow. You on the other hand are way too red. What's that supposed to mean? I think this is saying that the two of us have to work together to solve this case. Oh, what if this is Professor Quartz sending us a message from beyond the grave? What about the blob right next to it? The one with red and green? Maybe she's implying that you need more delicious greens in your diet. Are you saying Professor Quartz is watching over our dietary habits from the pearly gates? Mann, ey. Da ist das Bild hier. Das sieht cool aus. A picture of a girl wearing a floral hat. Oh, it has the artist's name right here. C. Quartz. Wow, Professor Quartz must have painted this. So, is this what they consider art? I really don't get it. Ja, das sieht ja noch ganz cool aus. Es gibt ja auch andere moderne Kunst, die wirklich teilweise ein bisschen komisch ist, finde ich. I swear I've seen this girl before. Ja, ist das Juni? There's an air of fragility about her. And those pity-inducing eyes. Ja, safe. Who is this again? Her name's on the tip of my tongue. Und die Blumen im Haar und sowas auch. Ja, das ist ziemlich safe sogar, Juni. Ja. Okay, warte mal, ist es nicht sogar so? Wie waren das? Wie sah Juni nochmal im ersten Fall aus? Hat die da nicht sogar zwei so Zöpfe gehabt? War das nicht sogar so? Jetzt hat sie ja offene Haare, in dem Fall hier. Aber hat die da nicht sogar zwei so Zöpfe gehabt? Hat sie sogar, ne? Das ist, so sah sie im ersten Fall aus. Oder so wird sie im ersten Fall aussehen, das ist ja in der Zukunft. Ist alles zu kompliziert für mich. So, hier ein Buch. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. A mock trial script on the floor and nearby an envelope marked use. Ach, das ist das, okay, ja. I wonder if Miriam's script was ever really inside that envelope. Let's see here. By Miriam Scuttlebutt. And the title is... Rogue Admiral oder so. Crimson Blood and Dark Judgments. I wouldn't take part in that mock trial if she begged me. It says there are special rules allowing the payment of bribes while court is adjourned. Oh, and you can bring in up to 3 dollars worth of fabricated evidence. It also says... Welcome to the darkest mock trial ever, where the end justifies the means. The prosecution claims this is the script that was supposed to have been used.
but the scripts were selected by Professor Kord. Considering how much he valued the truth, I seriously doubt she'd pick a script entitled Crimson Blood and Dark Judgment. Wow, you have the title memorized already? Okay, das ist das Skript von Miriam, wo ja Blackwell behauptet hat, dass, oder das allgemein wurde es behauptet irgendwie, von einem Zeugen vielleicht auch, keine Ahnung, dass Kord dann letztendlich das benutzt hat. Genau, Scuttlebutt hat das halt selber gesagt im Gerichtssaal. Sie wollte ja erst Julies nehmen, hat sie ja im Endeffekt dann quasi auch, aber eigentlich hat sie dann im letzten Moment nochmal umgeschwungen und wollte das von Miriam eben nehmen. Aber da geht's darum, so die End Justifies the Means und sowas und das dunkle Dark Age of the Law und sowas, das würde also Kord eigentlich nicht nehmen, weil sie ja gegen diese Devise ist, weil sie ja will, dass man mit rechten Mitteln ein Urteil am Ende bekommt, ein positives am besten. Und deswegen, das würde sie eigentlich niemals nehmen wollen, so etwas. Also hat Miriam da gelogen? Einfach oder steckt da noch mehr dahinter? Keine Ahnung. Aber ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Wir haben beim nächsten Mal immer noch einiges uns hier anzugucken. Erstmal hier die Blutspuren hier am Boden, dann dieses seltsame Kunstwerk da mit dieser Sonne da und einem einzelnen Finger oder so. Keine Ahnung, hier sind noch ein paar lustige Statuen. Hier ist noch ein Bild, auch von Chun-Li übrigens. Ja genau, da kann man es sogar noch besser sehen. So sah sie nämlich im ersten Fall aus, ja. Also hier auch so ein bisschen, aber das ist eher abstrakt. Und so sieht sie wirklich aus. Eine Statue liegt übrigens am Boden. Dann haben wir noch das komische Ding hier. Da stammt irgendwas rum auf dem Tisch. Also voll viele komische Sachen noch. Und mal gucken, was wir dann hier noch alles herausfinden werden. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.